Wo geht's hier zum Food Diary? Hallo, hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und ich habe wieder eine neue Food Diary Woche für euch. Ihr könnt also alles sehen, was ich so die letzten Tage verdrückt habe. Viel Spaß mit dem Video, es gibt wieder viel lecker, lecker, lecker. Liebe Grüße an der Stelle an die liebe Sierra, die lacht sich nämlich immer kaputt, wenn ich so viel lecker sage. Ihr könnt ja mal mitzählen, wie oft das vorkommt in dem Video und bis später. Bäm! Guten Morgen und willkommen zur neuen Food Diary Woche, die diesmal Donnerstag startet. Ja, ist alles ein bisschen durcheinander aufgrund der letzten beiden Wochen mit Buchmesse und so. Aber wir starten dann heute mit, was ist es denn? Ja, Kokosjoghurt mit frischen Erdbeeren. Lecker, lecker, lecker. So, Freunde, es ist zwar jetzt gar keine Mittagspausen oder sonst irgendwas Zeit, sondern ich glaube 16 Uhr, aber es wird mich nicht dran hindern, mir ein bisschen Sushi zuzuführen. Zum Frühstück gibt's heute Kokosjoghurt mit Leinsamen und gemischten Beeren. Bis später mal, ihr Lieben. Und nun ist erstmal Mittagspause angesagt und ich habe mir ein Rührei gemacht aus 2 Eiern, Tomaten, Käse und dazu gibt's noch 2 Frischkäsebällchen. Genau. Hallöchen, wir haben Freitag 6:30. Mein Freund ist noch nicht zu Hause. Ich habe Hunger. Hunger, Hunger, Hunger. Heute Abend gibt es leckeren Lachs und ich dachte, bevor ich mir jetzt irgendeinen Mist reinpfeife, bevor ich irgendeinen Mist esse, mache ich mir hier aus Kokosmilch und den restlichen Erdbeeren einen kleinen Shake. Der stillt soweit erstmal den ersten Hunger. Mmh, yummy, yummy. Heute Abend gibt es den besagten Lachs und zwar ist das ein leckerer Tomatenlachs. Der kommt gleich in den Ofen. Ha, und diesmal muss ich nicht sagen, das Rezept ist auf dem Blog, sondern das Rezept ist im Buch. Yippie! Und zwar genau da drin. Und tada, da ist auch das Rezept drin. So, ich sag mal, die Salate wären dann soweit. Das ist ja so Romana-Salat, diese kleinen Salatherzen. In einem Sauer-Sahne-Dressing mit Schnittlauch. Lecker, lecker. Lachs ist im Ofen und wir haben schon 21.09 Uhr. Lecker, lecker, lecker. Kann losgehen. Lecker. Wir haben schon 20 vor 10. Mir hängt der Magen sowas von durch. Jetzt ist es endlich soweit, ne? That's my breakfast for today. I know, langweilig, langweilig, langweilig. Aber ich war nicht einkaufen. Insofern gibt es jetzt einen Shake mit Kokosmilch. Dann ist da noch drin Waldbeeren, so ein bisschen gemischte, gefrorene Leinsamen und ein bisschen Proteinpulver. Das wird auf jeden Fall auch gut satt machen und ist jetzt mein Frühstück für den heutigen Samstag. Na, ratet mal, was das wird. Ich hoffe, man kann es erkennen. Das wären Einhornmuffins. So, ich würde mal sagen, they are ready. Und sie dürfen jetzt ins Fotostudio, damit ihr dann auch auf den Blog drauf kommt. Habt ihr auf jeden Fall in den nächsten Tagen da eine kleine Anleitung dazu. Werde ich euch natürlich verlinken unter dem Video, sobald es auf dem Blog online geht. Tschüss! Wir haben es jetzt 11.22 Uhr und ich habe mir hier noch so einen Pink Lady Apfel gemacht, bevor es dann um 14 Uhr zum Mädelstreff geht, wo ich mich schon super drauf freue. Und da bekommt dann die liebe Silvi auch die 3 Einhornmuffins. Bei meiner Freundin Silvi habe ich dann 2 leckere Waffeln mit Kirschen gefuttert und Sahne, die waren voll lecker. Zum Abendessen gibt es jetzt ein leckeres Schnitzel mit Pommes und Pilzen und ein Salätchen. Willst du drin bleiben? Weiß ich noch nicht. Jetzt bist du scharf. Ich bin scharf. Ja. Du Ferkel. Videoschneiden vom letzten Food Diary, was ihr ja schon gesehen habt, hoffentlich. Ansonsten verlinke ich es euch nochmal. Und dazu einen Lachs mit Pfeffer. Gestern habe ich ja gut zugeschlagen mit Waffel und abends noch schön Schnitzel. Da muss man mal heute wieder ein bisschen langsam machen, ne? Ein Apfel. Ich mache jetzt mal wieder einen auf Pink Lady. Mann, 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 langweilig. Na ja, mal gucken, was der Tag noch so bringt. Heute Abend gibt's Pizza, 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 olé, mit Fenchelsalami. Das ist mein Pizzateig ohne Gehen. Den habt ihr in 10 Minuten vorbereitet. Schneller als jeder Pizzadienst. Das Rezept habe ich euch schon mal in einem Video gezeigt. Ich suche euch das mal raus und verlinke euch das unten. Beziehungsweise habe ich das auch auf dem Blog drauf. Schmeiße ich euch auch alles in die Infobox. Kommt jetzt in den Ofen 10 Minuten, dann ist sie fertig. Natürlich kommt noch Käse drüber. Heißt in dem Fall eine spezielle Mischung Käse Resta. Der berühmte Käse Resta aus Bella Italia.
Nein, das ist einfach ja eine Mischung aus Käseresten, die ich noch hatte. Das Emmentaler Cheddar und ein bisschen Parmesan. So, ist der fertig. Ist es schneller als jeder Lieferdienst. Ich bin heute ein bisschen albern, Entschuldigung. So, Pizza fertig. Die lassen wir uns jetzt schmecken. Lecker, lecker, lecker. Also spätestens jetzt müsst ihr eigentlich mal weggucken. Jetzt zeige ich euch nämlich echt eine Schweinerei. Und zwar einen kleinen Nachtisch. Also klein, naja. Ein S'mores Dip. Kennt ihr jemand von euch? Dann schreibt mir das unbedingt mal in die Kommentare. Und zwar sind es hier einfach Marshmallows, Schokolade, Zartbitter und Vollmilch. Und es kommt gleich in den Ofen, bis das schön überbacken flüssig ist. Und dann dippt man hier mit Butterkeksen rein. Dieser Moment, wenn du dein eigenes Rezept nicht liest. Ich habe es genau falsch rum gemacht. Die Schoki kommt eigentlich nach unten. Die Marshmallows oben, dass sie so leicht bräunen. Ich blende euch einfach mal ein Foto ein, wie es dann richtig aussieht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Heute ist Mittwoch. Montag, Dienstag habe ich leider gar nicht gefilmt. Und ich hatte die ganze Woche über mittags immer einen Salat. Der hier steht jetzt stellvertretend für den Rest der Woche. Hallihallo, meine Lieben. Zum Abendessen gibt es heute einen falschen Hasen. Wisst ihr alle, was das ist? Und zwar ein Hackbraten, griechischer Art, Low Carb. Hier habe ich schon mal das Hackfleisch vorbereitet, hier mal wieder mit dem Hacket, den kennt ihr ja schon aus einem vorherigen Video. Könnt ihr also auch super zum Hackfleisch vermengen nehmen. Das also hier die Basis für den Hackbraten und als Füllung nehmen wir hier Schafskäse und milde Peperoni. Und das Ganze kommt dann in den Ofen in dieser Soße und zwar besteht die aus gegrillter, eingelegter Paprika und Frischkäse. Ich nehme euch wieder Schritt für Schritt so ein bisschen mit in die Küche, beziehungsweise jetzt hier im Wohnzimmer, weil hallo Softbox, ist einfach besser mit dem Licht hier. Wir formen jetzt als erstes gleich mal den Hackbraten. Alle Infos zu dem Hacket bzw. das komplette Rezept, da habt ihr dann die weiteren Infos drin, habe ich euch unten in der Infobox verlinkt. Aktuell habe ich auch einen Rabattcoupon für euch, da bekommt ihr nämlich 20% auf den Hacket. Habe ich alles im Blogpost drin, wie gesagt, ist in der Infobox verlinkt. Jetzt geht's erstmal ans Formen und Füllen. Zunächst mal habe ich jetzt hier die Soße in der Auflaufform gegeben, also ein bisschen verstrichen und dann wird jetzt gleich der Braten geformt und kommt da drauf. Tada! Wir fangen also an mit ungefähr der Hälfte vom Hackfleisch, formen daraus so eine Bratenform, drücken die also so ein bisschen platt und dann kommt erstmal Schafskäse und die milden Peperonis da drauf und gleich kommt der Deckel drauf, quasi mit dem zweiten Teil vom Hackfleisch. Sodele, Deckel ist drauf, das müsst ihr dann so ein bisschen noch ja, formen mit den Händen, das geht ja ganz gut mit dem Hackfleisch. Und jetzt setzen wir das ganze Ding gleich ins Söschen und dann geht's ab in den Backofen, der übrigens schon auf 180 Grad Umluft vorgeheizt ist. So, und fertig ist der leckere Hackbraten. Das Rezept verlinke ich euch natürlich nochmal in der Infobox. Den werden wir jetzt zu zweit verfuttern, wahrscheinlich bleibt auch noch was übrig für morgen. Ja, und ich habe es euch ja schon gesagt, ihr bekommt aktuell mit meinem Rabattcoupon, den ich euch in die Infobox nochmal schreibe, 20% auf diesen tollen Hacket. Ich verlinke euch auch nochmal das Video, da könnt ihr den nochmal ein bisschen besser im Einsatz sehen. Vielleicht ist es ja ein schönes Ostergeschenk für den einen oder anderen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Hallo, heute gibt es nochmal Resteverwertung von gestern. Heute Mittag hatte ich übrigens wieder einen Salat gefrühstückt, habe ich mal wieder nicht. Keine Zeit, keine Zeit. Das ist jetzt der ja, Hackbraten von gestern, den haben wir einfach ein bisschen klein gemacht, in die Pfanne gepackt und dazu gibt es Rosenkohl, sieht nicht mehr so schön aus wie gestern, aber schmecken wird das. Bis dann! So, Frifra-Freunde, ich habe heute wieder nicht gefrühstückt, wie ihr gesehen habt, ich kriege es die Woche irgendwie nicht auf die Palette. Ich bin jetzt gerade in Köln mit dem Job erstmal soweit durch und habe mir jetzt einen Vanilleshake geholt, lecker! Und später gab es dann noch ein Stück Pflaumenkuchen für mich. So, ich habe mir was Feines aus Köln mitgebracht. Wir haben zwar schon 9:30, aber alles egal, weil ab jetzt Urlaub, eine Woche, yippie. Und wir starten hier mit Sushi. Boah, lecker, ich freue mich da voll drauf. Mit allem, was dazugehört und leckerem Wakame-Salat. Das werde ich mir schmecken lassen. Als Nachtisch gibt es jetzt hier noch einmal diesen Alpro dunkle Schokolade. Der wird ja total gehypt und ich bin jetzt echt mal gespannt, ob der wirklich so lecker ist. Ich meine, lecker aussehen tut er ja schon mal. Ich sag mal, ja, hat eigentlich ganz lecker geschmeckt. Also war jetzt nicht der Riesenrenner oder so, aber lecker war es auf jeden Fall. Sehr schokoladig. Oder Märchen, was sagst du dazu? Märchen Schockstarre.
Good morning, wir haben Samstag und zum Frühstück gibt's Kokosjoghurt mit frischen Erdbeeren. Da freue ich mich jetzt voll drauf. Lecker. Alles blüht, wie schön. Ich futter jetzt hier zwischendurch nochmal so ein Alpro-Schokoteil von gestern und habe mir noch ein paar Erdbeeren reingeschnibbelt. Erdbeeren und Schokolade geht ja irgendwie immer. Habt noch einen schönen Tag, genießt das Wetter, heute ist ja strahlender Sonnenschein und ich erzähle wieder jede Menge Mist, den ich rausschneiden muss. Ach, bin am Filmen. Jetzt Sonntag, 14 Uhr und es ist super geiles Wetter. Wen interessiert das eigentlich? Keine Ahnung, wann ihr das Video guckt. Hallo, ich mach mein Tuch. Alles voll Katzenhaare. Und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es gibt wieder eine neue Food Diary. Mimi, 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 mimi. Lecker, lecker, lecker. Das war's jetzt auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wir sind jetzt schon fast hier 2000 auf meinem Kanal. Das ging jetzt echt super schnell. Noch vor ein paar Wochen habe ich die 1000 geknackt. Und ich habe euch ja noch ein Frage-Antwort-Video versprochen. Ich habe mir überlegt, ich mache da ein kleines 2000-Abonnenten-Special. Ich verlinke euch nochmal das Video, dann könnt ihr mir super gerne noch eure Fragen drunter stellen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und danke fürs Anschauen. Bis bald. Ciao.